Wir starten, meine Lieben, am Rücken liegend, ganz entspannt. Arme gestreckt, Beine gestreckt und dehne dich durch in der Wirbelsäule. Brustkorb öffnen, ein bisschen rechts und links. Mach dich lang. Die Arme sind nach hinten gestreckt. Nach hinten gestreckt. Genau. Ja, genau. Noch vier. Noch drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Beide Knie nehmen und ein bisschen schaukeln. Knie schön zum Brustkorb quetschen. Den Rücken schön auslockern. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Ja? Leute, ein Bein am Boden, ein Bein öffnen zur Decke und wir kreisen den Fußgelenk. Wir kreisen. Wir greifen die Zehenspitzen und wir versuchen das Bein durchzustrecken. Versuch das Bein durchzustrecken. Wer kann, kommt mit der Stirn hoch zum Knie. Jetzt greifst du, wenn du das rechte Bein oben hast, mit der rechten Hand innen die Ferse und du kommst mit den Zehenspitzen seitlich runter, wer kann, bis zum Boden. Es macht gar nichts, wenn das andere Bein auch hochkommt, ja, das ist ganz egal. Wichtig ist, die Ferse halten und seitlich runterkommen. Ja, genau. Noch vier, drei, zwei, eins. Super, wir wechseln. Das andere Bein hoch, ich drehe mich nur um. Das andere Bein hoch, im Fußgelenk kreisen. Wer kann, greift die Zehenspitzen, streckt das Bein durch. Wer kann, kommt hoch mit der Stirn zum Knie. Dann greifen wir mit der Hand die Ferse und wir ziehen das Bein wieder seitlich runter. Innen greifen die Ferse, innen greifen. Ja, wenn es das linke Bein ist, dann linke Hand. Wenn es das rechte Bein ist, rechte Hand. Je nachdem, welches Bein du hast. Schön zur Seite runter. Noch vier. Noch drei. Zwei. Eins. Super. Zurück auf den Rücken. Jetzt nehmen wir beide Fersen. Wir öffnen die Beine ein bisschen, ja, und ein bisschen hier so auslockern. Ein bisschen auslockern. Locker. Ja, genau. Dann streckst du die Beine durch und öffnest sie und ein bisschen pumpen. Genau. Ja, genau. Vier, drei, zwei, eins. Und jetzt ganz durchstrecken die Beine. Öffnen. Leute, soweit ihr könnt, öffnen. Maximum. Letzten vier. Super. Drei, zwei, eins. Sehr schön. Beine schließen, mit Schwung hochkommen. Hopp. Sehr brav. Ja. Gut. Beine kurz auslockern. Locker.
Gut, gestreckte Beine, komm nach vorne, streck dich durch. Schau, dass du eine schöne Dehnung auch im unteren Rücken hast. Schön weit nach vorne. Noch 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Du nimmst dein rechtes Bein und legst es oben drauf. Oben drauf legen. Ja, oben drauf legen. Genau, Zehenspitzen wieder greifen, komm nach vorne. Genau, schönen Popo-Muskel dehnen, den haben wir heute ordentlich trainiert. Vier, drei, zwei, eins. Du kippst das Bein rüber auf die andere Seite, gehst mit der Hand nach hinten, greifst hier das Knie und drückst das Knie rüber. Wer kann, ganzer Arm mit den Armen rüberdrücken. Genau. Wirbelsäule schön öffnen. 5, 4, 3, 2, 1. Super, sehr schön. Kurz auslockern. Bein wechseln. Ja. Jetzt bitte das andere Bein oben drauf geben und du kommst nach vorne. Popo-Muskel dehnen, Popo-Muskel dehnen. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön, wieder rüber, kippen das Bein, Hand zur Seite. Entweder das Knie greifen und rüberdrücken oder sogar mit den Ellbogen rüberdrücken. Fünf, vier, drei, zwei, sehr schön, super. Die Beinchen ein bisschen auslockern. Schneidersitz. Ja. Ein bisschen auslockern hier. Hüftgelenke vor allem. 4, 3, 2, 1. Zuerst die Arme nach vorne gestreckt und wir kommen vorne runter. Vorne runter. So tief ihr könnt. Jeder kommt runter, so tief. Ja, genau. So tief du kannst, so tief du kannst, so tief du kannst. Vier. Drei. Zwei. Eins. Sehr schön. Jetzt drehst du dich auf. Dreh dich in eine Seite, greif hier aufs Knie. Greif mit der Hand entweder um den Körper herum oder stütz dich am Boden ab, wie es für dich angenehmer ist. Ja? Ich versuche hier um den Körper herum zu greifen. Ich weiß, die Profis unter euch, die schaffen sogar hier den Oberschenkel zu greifen, mit der hinteren Hand hier den Oberschenkel zu greifen. Ja? Und dann aufdrehen. Schön die Wirbelsäule aufdrehen. Maximum, Maximum, was du schaffst. Noch 5, noch 4, 3, 2, 1. Super, wir wechseln, andere Seite, genau dasselbe, andere Seite. Wieder die hintere Hand, wer kann um den Körper und wie gesagt, wer kann, greift hier sogar den Oberschenkel. Die Arme so hoch du kannst, du kommst mit dem Kopf runter, so tief es geht. Ja?
Also, Arme hinten zusammen. Kopf tief, Arme hoch. Ja, genau. Na bitte, schau. Einige schaffen es mit dem Kopf bis zum Boden. Super brav. Genau. Noch 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Super. Kurz auslockern. Auslockern, auslockern, auslockern. Und jetzt gehen wir seitlich runter. Du gehst mit den Ellbogen bis zum Boden und die Hand, die obere Hand, streckst du so schräg in die Ecke. Komm seitlich runter. Ja. Und versuch vorne nicht zuzumachen, den Ellbogen, sondern eher aufzumachen. Raufschauen zur Decke. Rauf zur Decke. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel, andere Seite, komm. Oh, streck dich durch. Raufschauen zur Decke. Rauf zur Decke, rauf zur Decke. Hinaufschauen zur Decke. Mama, wo ist die Decke? Wo ist die Decke? Oben zur Decke. Rauf zur Decke schauen. Hinauf, hinauf. Ja, super. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Und jetzt noch einmal bitte. Arme noch einmal hinten zusammen. Und jetzt noch tiefer runter. Komm, Arme höher. Auslockern, Beine auslockern. Super. Sehr gut. Leute, Fersen heranziehen, ja, aber nicht geschlossen, sondern offen. 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 Ja, genau. Und jetzt runter die Knie und versuch wirklich mit den Knien den Boden zu berühren. Ja? Und dann die andere Seite. Boden berühren. Boden berühren. Boden berühren. Vor allem das innere Knie. Boden berühren. Ja? Und wie gesagt, die Beine offen. Ja? Wenn die Beine geschlossen sind, dann kannst du den Boden nicht berühren. Offene Beine. Offene Beine. Super. Ja? Und jetzt das Ganze ohne Hände. Ohne Hände. Ohne Hände. Ohne Hände. Jetzt das Ganze ohne Hände hoch. 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 Susi, du musst das nicht machen, bitte, ja? Muss nicht sein. Hoch. Die Susi macht das sogar mit einem Gipsfuß. Hoch. Sehr schön. Gut, dann bleibst du auf einer Seite, ganz egal auf welcher, und das hintere Bein mehr nach hinten strecken und wir legen uns auf das vordere Bein drauf. Auf das gebeugte vordere Bein drauf. Ferse zum Popo. Ferse zum Popo. Zwei, eins.
Wir wechseln die Seite. Das hintere Bein wieder ein bisschen strecken und auf das vordere Knie drauflegen. Zehenspitzen schauen nach vorne
Und jetzt so tief wie möglich mit dem Kopf. So tief wie möglich mit dem Kopf. Wenn möglich, beide Beine gestreckt. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Wir kommen runter. Arme nach vorne. Entspann dich. Ferse zum Boden. Zehenspitzen wieder nach vorne, beide Zehenspitzen nach vorne, du kommst runter. Wer kann beide Beine gestreckt? Wer kann beide Beine gestreckt? Wenn es nicht geht, halt ein bisschen beugen, ja, aber wenn möglich, beide Beine strecken. Zehenspitzen nach außen drehen, vom hinteren Bein, Zehenspitzen nach außen drehen, hier die Zehenspitzen berühren und aufdrehen. Aufdrehen, aufdrehen, aufdrehen. Und wer kann beide Beine gestreckt? Wer kann beide Beine gestreckt? Fünf, vier, 3, 2, 1. Sehr schön. Komm zurück. Wieder beide Zehenspitzen nach vorne. Und jetzt komm mit dem Kopf so tief du kannst runter. Kopf so tief du kannst runter. Und wer kann beide Beine strecken? 4, 3, 2, 1. Leute, wir schließen die Beine, wir bleiben stehen, wir schließen die Beine. Ja, du greifst deine Ellbogen und du schaukelst einfach ein bisschen. Einfach ein bisschen schaukeln. Kreuz auslockern. Hierher, ja, hier den Kopf greifen und schön öffnen.
die Schulter bitte runterdrücken. Ja? Diese Schulter runter, runter. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wechsel jetzt die andere Hand um den Körper herum. Ja, bis daher, bis daher. Kopf greifen. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Super, noch ein bisschen kreisen zum Schluss. Locker, 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 locker. Richtungswechsel. Vier, drei, zwei, eins. Wir atmen ein, aus, wir schließen die Beine, wir strecken uns durch und aus. Namaste. Sehr brav. Sehr brav, sehr brav, sehr brav.